Topf. Herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir sind jetzt auch nur am Feiern. Das war toll. Erst 4:1 hauen sie England raus und dann 4:0 Argentinien. Ja, das ist schon Gänsehaut. Immer, was wir erwartet haben, war ein enges Duell. Aber was wir dann bekommen haben, war sensationell. Es ging alles so schnell. Schnellste Tor der WM. Schweinsteiger mit dem Freistoß. Kopfball versenkt. Und Argentinien ist geschockt, Mann, da zieht es ihnen die Schuhe aus. Sowas hätte unserem jungen Team wohl keiner zugetraut. Jetzt legt noch einen drauf. Und haut das Runde ins Eckige. Müller spielt zurück auf Klose. Das ist eine hundertprozentige. Hoffentlich rächt sich das nicht. Mann, so schlecht sind die nicht. Wir können uns nicht drauf verlassen, dass der Messi nicht trifft. Da wird getunnelt und gedrückt, Fallanlagen gefeuert. Doch alle Bälle enden in Händen von Manuel Neuer. Und plötzlich reißen die Argentinier die Arme nach oben. Was sagt der Linienrichter? Ach, der hat die Fahne gehoben. Doch in der Defensive, da muss wirklich jeder alles geben. Unsere Elf fällt dagegen und zeigt Nehmerqualität. Sie haben einen Messi am Dribbeln. Sie haben einen Heinze, der schimpft. Wir haben einen Müller im Sitzen. Und einen Klose, der trifft. Und was Schweinsteiger macht, ist eine Klasse für sich. Und Diego, wie geht's so? Er fragt besser nicht. Ey, das ist Konterfußball, so wie man ihn spielen sollte. War das von Klose ein Salto oder eine Favoritenrolle? Was war das für ein Spiel? Ey, habt ihr das gesehen? Die haben die Albi Celeste 4:0 vom Platz gefegt. Das ist ja Wahnsinn, was hier passiert. Da hat alles gestimmt. Wir sind jetzt im Halbfinale, da gehört die Mannschaft auch hin. Und wer so spielt wie ihr, der kann alles gewinnen. Nur noch 2 solche Siege und dann habt ihr das Ding. 1, 2, 3, 4 wollen den Titel Nummer 4. 3, 2, 1 komm schon, haut die Pille rein. 1, 2, 3, 4 wollen den Titel Nummer 4. 3, 2, 1 macht den Traum zur Wirklichkeit. Was war da denn bitte los? Klose hat jetzt mehr Tore als Pelé. Und jetzt kommt die Revanche gegen Spanien. Und dann ab ins Finale. Das wünschen wir uns alle. Und für mich ist eins klar, genauso wie die deutsche Mannschaft hier in Südafrika immer besser wird.